Auto. Und die Hände, Feierabend. Genau, wir hatten gerade noch eine richtig lustige Szene irgendwie in der Bord. War sehr, sehr witzig. Mit ganz vielen Schauspielkollegen und wir waren sehr, sehr albern. Ja. Ziemlich viel gealbert. Naja. Also, die Nora hat überlegt, sie will eine Witze-Challenge Absolut, machen. Absolut, das hätte ich gerne, ja. Dann habe ich gesagt, ich kann keinen Witz, vor allem nicht, wenn ich jetzt unter Druck stehe. Aber das kannst du einfach mal ist schon ein krasser Druck. Okay. Witziger wäre aber, wenn wir das mit dem Wasser machen würden. Kennst du das? Ja. So, dann ist ja noch nicht vorbei, ne? Wie nennt man eine Gurke mit Kopftuch? Eine Gürkin. Wie nennt man eine Kastanie hinter Gittern? Eingekastet? Keine Ahnung. Eine Kastanie! Was ist. Wie geht das nochmal? Was ist indisch? Ich hab bloß verloren. Nein, warte. Was ist indisch und schummelt immer? Couscous. Mogli. Ach geil, der ist super. Ah ja, danke. Ich hab's schon mal gehört, geil. Was ist ein Kaninchen im Kamin? Sonntagsbraten, ich weiß es nicht. Ein Kaninchen. Was ist rot und geht die Straße auf und ab? Eine Pap... Oh. Irgendwas mit Mischung aus Paprika und Prostituierte. Genau, eine Hagenutte. Ach geil. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Verstehe ich nicht. Hä? Wieso denn wachsen? Nee, Faxen. Ja, Amrein einfach verloren, die kennt ihre eigenen Witze nicht. Faxen, oder hast du Faxen gesagt? Ich hab Faxen gesagt. Achso, ich hab Faxen gestanden. Ja, okay. Ich hab ein bisschen undeutliche Aussprache. Ja, absolut. Das ist meine Kollegen bei unter uns immer. Das ist eigentlich ganz geil. So ein bisschen so ein Move rein. Jetzt komm, ich bin nicht raus. Was ist orange und geht den Berg hoch? Eine Mandarine. Das ist oh, mein absoluter Lieblingswitz. Okay. Was ist, ja, halte ich fest, ja. Toll. Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Ja, ist der, ja, der ist richtig süß. Das ist mein absoluter Lieblingswitz. Damit, wenn so, wirklich so gut. Wenn das ein Mann wäre, würde ich mich direkt in den Witz verlieben. Ich würde ihn sofort aufessen. Der Löwe ist der König im Wald. Und eines Tages ruft er eine Konferenz ein und sagt zu allen Tieren, heute Abend muss mir jeder von euch was zu essen bringen, und zwar was Fleischiges. Wer das nicht schafft, dem hau ich mit meinem Pimmel so lange auf den Kopf, bis er weint. Alle Tiere schnell raus in den Wald, abends kommt der Hase zurück mit Möhren. Und dann sagt der Löwe, ja, Hase, ne? Das sind Möhren. Er packt seinen Penis aus und haut dem Hasen auf den Kopf. Der Hase weint und lacht und weint und lacht. Und dann sagt der Löwe, warum weinst du? Das tut so unfassbar weh. Und warum lachst du? Da hinten kommt der Igel mit Pilzen. Ach so, wegen den Stacheln? Wegen den Stacheln? Ja. Dieser Witz ist der witzigste Witz der ganzen Welt. Und Amrei Hart. Seht ihr ihre Reaktion? Kannst du bitte mal weggehen, Emma, hier Augenringe-Alarm? Die lacht nicht mal. Genau, ich hätte auch einen guten Witz. Da fragt der Sohn den Vater, ey Papa, wo ist der Kartoffelschäler? Sagt der Vater, ja, die ist gerade zum Kiosk. Das sind auch diese geilen Frauenwitze, ne? Warum haben Frauen so kleine Hände? Nee, warum haben Frauen so kleine Füße, damit sie näher am Herd stehen können? Nee, damit sie besser in der Ecke putzen können. Nein, meine starke Hand. Das würde zu mir gut, ja, passen, ich habe sehr kleine Hände. Zeig mal deine. Oh, du hast aber auch keine großen Hände. Für deine Nora ist ungefähr 30 cm größer als ich.